Ballade vom Heideknaben ist eigentlich eine sehr grausame Ballade. Es handelt von einem Knaben, der von seinem Meister geschickt ist, über die Heide zu gehen, um 30 Taler zu bringen. Und er fürchtet sich sehr und fragt einen Hirten dann in der Mitte der Heide, ob er ihm seinen Knecht zur Verfügung stellt, ihn zu begleiten. Und genau dieser Knecht ist es, der ihn dann umbringt, genau wie er es bereits davor im Traume gesehen hat. Ist fantastisch geschrieben von Hebbel, ohne Kitsch und sehr, sehr, sehr eindrucksvoll mit sehr einfacher Sprache. Und Schumann offensichtlich war sehr beeindruckt von dieser Ballade und hat das dann als Melodrama geschrieben. Und zwar am Anfang spielt das Klavier nur hin und wieder ein paar Harmonien. Und dann, wenn es auf zum Höhepunkt hinzukommt, spielt das Klavier immer mehr. Es gibt also eine ganz beeindruckende Richtung auf diese Mordszene hin, auf diesen Höhepunkt hin. Ja, Schumann hat insgesamt vielleicht 5 oder 6 solcher Melodramen geschrieben. Der andere, der Melodram für Klavier und Rezitation geschrieben hat, ist eigentlich Franz Liszt. Der hat auch so 5 oder 6 geschrieben. Das berühmteste ist Lenore. Wir spielen das nicht, wir spielen aber den Mephisto-Walzer von Liszt und bearbeitet für 2 Klaviere. Und dieser Mephisto-Walzer ist auch nach einer Episode aus Lenaus Faust geschrieben. Und die Musik folgt eigentlich ziemlich klar an dieser Episode. Das heißt, der Tanz in der Dorfschenke. Faust als Jäger verkleidet, Mephisto als Jäger verkleidet, führt Faust zu dieser Schenke und da findet eine Dorfhochzeit fest. Und Mephisto überredet Faust da mitzumachen und mit so einer Brünette zu tanzen und verführt diese Brünette, sie tanzen aus der Tür und Mephisto spielt die Geige, die er einem Dorfmusikanten entwendet hat und sie tanzen in den Wald hinaus und naja, 9 Monate später gebiert dann diese Brünette ein Kind und Faust kümmert sich überhaupt nicht mehr um die. Auf jeden Fall, er wird zum Sünder, also verführt von Mephisto.